So, ja, die Kartons suche ich nicht raus auf dem Haufen. Weiß nicht mehr, welche das waren. Ist auch egal. Wir holen uns noch genug Klopapier. Wir haben noch Zeit. Wir haben hier noch, um Gottes Willen, wir haben unendlich viel Zeit, wenn wir diese Scheiße hier immer noch weiterspielen. Und keiner weiß, warum wir das spielen. Keiner weiß, warum die Leute, warum man zuguckt. Keiner kann es mir beantworten. Und trotzdem sind wir alle hier. Was ist mit uns los? Ich weiß doch auch nicht. So. Dieses Spiel einfach. So. Okay. Grün. Spaghetti. Und Käse. Okay, hinter dem Mülleimer liegt noch ein voller Karton. Ach, da! Okay. Vielen Dank für den Hinweis. Der liegt aber bestimmt schon seit letzter Woche oder so. So, okay. Hier haben wir alles. Klinisch geht noch. Orangen, Apfel und Türk. Orangen-Appel-Türk. Bist du nicht dieser Orangen-Appel-Türk? Ja, da bin ich. Da. Orangen-Appel-Türk haben wir erledigt. Sehr gut. Das ist wie so eine AC3PO. Grünes Soda und... zwei Wasser. Grünes Soda, zwei Wasser. Die Musik ist immer spitze. Deutsche Comedy-Musik einfach. Einmal Mozzarella und zweimal Parmesan. Einmal Mozzarella, zweimal Parmesan. Mozzarella und Parmesan, mein Freund. So. Jeweils Eier und eine Milch. Jeweils Eier und eine Milch. Achso, na gut, dann erstmal eine Milch. Die jeweils Eier machen wir später. So, let's go. Oh, boah. Endlich wieder einräumen. Der Spaß beginnt. Halten Sie sich fest, meine Damen und Herren. Das ist deutsches Entertainment der Spitzenklasse. Hier fliegen die Spaßgranaten. Hier steppt der Bär. Ein Garant für so manches Gekicher. Ho, 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 ho. So. Lachen Sie herzlich, aber bitte, bitte lachen Sie. Bitte. So. Partybus. Partybus-Musik. Achso, hier. Das war Türko. So. Wir nehmen ein bisschen zu viel. Das ist unser Motto. Apfelsaft. So. Geile Mucke. Feier ich. So, warte mal hier. Parmesan. Lachen ist ein emotionaler Trick. Sie hätte mich anders unterhalten müssen. Schön. So, die Milch. Wir brauchen noch viermal Iron. Viermal Iron McNugget. Das ist leer, ne? Oh, da ist noch eine Milch drin. Okay. Oh, let's go. Viermal Iron. So. Viermal Iron und jeweils Eier. So. Viermal Iron. Erstmal die Eier. Bup und bup. Und dann noch... Ich wollte gerade Iron suchen. Ich bin so dumm. Viermal... Was nehmen wir noch mit?
Ich würde sagen, hier ja, Cleanie Boy, ne? Turalu. Den Cleaner Boy würde ich noch einmal mitnehmen. Reinigungsmittel. Drei Dinge aber noch frei. Verdammt, was nehme ich? Wir haben alles voll eigentlich. Haben wir da Klopapier von morgen? Grünes Soda vielleicht nochmal? Grünes Soda und ein Thunfisch, komm. Grünes Soda und ein Thunfisch hört sich an wie Studentenfrühstück. So. Einen können wir noch. Honig bleibt übrig. Also wir können einen Honig nehmen, aber das bleibt übrig. So. Ja, ist ja egal. Komm, wir haben, was wir haben. Badam bam bam badam bam bam badam bam. Bam badam bam bam badam bam. So. Geiler Thunfisch aus dem Hause Tony Stark. Ja. Bam badam bam bam. Schnupp schnubbelidu. Hervorragend. Passt alles wunderbar noch. So, Reiniger. So. Mist. Passt nicht mehr so wunderbar. So. Und erstmal fett Eiran da rein. Let's go. Bam, 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 bam. So. Bam, 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 badam. So. Junge, Junge, Junge. Unser Haufen wird langsam echt schön, ne? So. Ich finde, der kann sich sehen lassen. Man kann langsam stolz drauf sein. Das ist so ein Haufen, wo man gerne voller Stolz drauf zeigt und sagt, hier, hab ich gemacht. Aber guck mal, die landen halt wirklich immer mehr hier, ne? Ich schmeiß nach da hinten, aber die landen immer mehr hier. Auf der Seite. Und hier will ich halt gar nicht haben. Ich will die alle da hinten haben, aber die landen alle hier. Warum? Weg. Weg mit euch. Die Seite muss frei bleiben, sonst überlagert mich das irgendwann. Was für ein schöner Haufen hier einfach. Ein wunderschöner Haufen. So. Dann noch kurz hier rein. So, Nachbarn sind begeistert. Zu Recht. Irgendwann logge ich offscreen ein und werde die ganzen Haufen irgendwo ne. Das habe ich gesehen. Frech einfach. So. Werde das offscreen irgendwo in der Ecke schmeißen. Gut, wir haben ein bisschen Geld. 1,7 haben wir noch. Aber haben wir gelernt zu sparen? Nein, natürlich nicht. Wir hauen gleich wieder alles auf den Kopf. So, warte. Markt, Möbel. Kleines Regal. Guten Tag. So, dann. Okay, das ist ja nervig mit der Treppe. Die Treppe nervt. Lieber so rum? Ah, ich guck mal. Ich glaube, ich möchte lieber so rum. Dann wirkt es auch anders als bei uns im Supermarkt. So, wir gucken mal, wie viele Regale wir hier unten brauchen. Das wird noch spaßig. Warte, warte, warte. So. Und wenn ich spaßig sage, meine ich, das wird richtig furzlangweilig. So. Komm, ein Pixel. Ein Pixel! Na los! Ach Gott. Oh. Ein Pixel. Wir gucken mal, wie wir an der Tür vorbeikommen. Wenn überhaupt. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Regale wir brauchen.
Kann der Lagerarbeiter da euch durchkriechen? Also braucht der Lagerarbeiter überhaupt Platz oder brauchen wir nur wir Platz? Das ist die große Frage, die ich mir stelle. Weil eigentlich müsste es ja reichen, wenn ich jetzt so mache, ne? So. So. Reicht auch, sehr gut. Was wir da wo, wie einordnen und bla bla bla, das weiß ich noch nicht genau. Das werden wir noch alles noch herausfinden. Gucken wir mal. So, kann ich jetzt noch nicht sagen. Wir werden es alles erfahren. So. Das sieht schon mal sehr gut aus. Das gleiche wiederholt sich gleich nochmal. Ich glaube, hier würde noch eins hinpassen, oder? Hier so. Ach, wir müssen auch selber dann noch durchlaufen, oder? Also auf jeden Fall, so rum ist, glaube ich, besser, weil egal, ob wir von hier reinkommen und hier reinfüllen wollen, von draußen, weil die sind Kartons, oder ob wir von hier kommen, kommen wir aber nicht, und hier reinlaufen, spielt keine Rolle, aber wir können so direkt da rein. Ist schlauer als andersrum, auf jeden Fall. Schon gut, schon gut. So, pass auf. Weg hier. Okay, muss ich mal noch üben. Ach, platzieren. Ach so, okay. Verstehe. Das ist einfacher, als ich dachte. Ich dachte, ich muss selber reinräumen oder so. Okay, das ist einfacher, als ich dachte. Ah, okay. Oha! Oh, 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 oh. Oh Gott, ich bin so glücklich. Okay, das wird interessant. Oh boy, das wird interessant. Und ich muss nur noch das Lager auffüllen dann, ne? Darum wollte man das alles lagern. Nee, 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 nee. Leute wollen das Lager aus Prinzip. Das hier kam erst mit dem letzten Update. Vorher war das Lager einfach nur ein leerer Raum. Vorher war das nur ein leerer Raum. Mehr nicht. Du bist nur noch am Lager auffüllen. Ja, das gucken wir mal. Das gucken wir noch. Ich werde wieder auf Vorrat kaufen. Alex, danke dir nochmal, ne? Eine wunderschöne Nacht, du wünsche ich. Ja, vielen Dank nochmal. Dankeschön. So, warte. Oh, köstlich. Dieses nach nichts schmeckende Wasser. Das ist mein Lieblingswasser. Ah, lecker. Brauchen wir hier was? Nee, ne? Habe ich schon aufgefüllt? Weiß ich gar nicht mehr. Die Tage verfliegen hier einfach. Ich glaube, wir haben schon alles aufgefüllt, ja. Die Tage verfliegen. Okay. Aber da komme ich nicht mehr hin. So, okay. Wenn ich Bauch einziehe, komme ich da hin. Ach, wegen der Kante, deswegen. Das kannte ich noch gar nicht. Jetzt brauche ich mich nur umdrehen, Licht anmachen. Ha! Fantastisch! Und wir haben vielleicht noch Platz für eine zweite Kasse. Oh! Oh, Junge! Geiler Fick. Was? So, okay. Geile Scheiße. Dann wollen wir mal aufmachen. Heute noch kein weiterer Kassierer und auch noch kein Lagerarbeiter. Wir müssen noch auffüllen. Geil, ich mache Escape.
mach Licht an und geh wieder in die Kasse. Ich liebe alles daran. Wie willst du an zwei Kassen kassieren? Meine Füße sind auch frei, während ich hier sitze. Unter anderem. Unter anderem. Und der Bandwurm. Entschuldigung, Kassiererwitz. Was? Guten Tag. Sehr geehrte Kunden, gestern Abend habe ich meinen Penis auf das Kassenband gelegt und mich davon massieren lassen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bim, bim, bim. Dankeschön. Lassen Sie sich die Sachen schmecken, ja? Ach, ich habe neue Preise. Die habe ich vergessen heute. Und nee, die habe ich am Anfang eingestellt, glaube ich. Oder habe ich vergessen? Ich weiß nicht mehr. Oh Gott, ich lasse mich verunsichern. Oh, oh. So. Sachen, die ich nicht wissen wollte. Jetzt kauf deinen Krams. Und leg alles brav auf Band. Na, 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 na. Nabend. 60 Cent zurück. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Die hätte man ruhig mal ein Trinkgeld geben können. Dass die Leute hier kein Trinkgeld geben, finde ich, das prangere ich an. Ciao. So. Ciao. Da war alles Trinkgeld. So, 5,60 sagst du? Na klar. Produkte. Nein, nicht Honig. Ich habe die Preise am Anfang eingestellt, oder? Ich lasse mich immer so verunsichern. Bleichmittel habe ich eingestellt. Bin mir sehr sicher. Jo, habe ich eingestellt. Komme! Natürlich. Hallo. Einmal die Karte bitte. Natürlich 126,90. Das soll sowas sein. Ciao. So, hier nochmal dreimal Salz. Natürlich auf Karte. Na klar, das sind 27. Alles klar, ciao. Okay, was soll es hier sein? Aber nur das. Bisschen Kuchen, ein bisschen Toast. Schmeckt beides ähnlich. Dankeschön, ciao. So, was soll es hier sein? Alles klar, das hier bitte auf Karte. Nein, mit Bargeld natürlich. Okay, 2,50. 1, 2, 50, ciao. So. Kann ich nicht überall automatisch Trinkgeld draufschlagen, wie sie es gehört? 50% würde ich sagen. Das ist fair. So, 10 Cent. Tschüss. Ich bin immer freundlich. Bin immer höflich. Sehr geehrte Kunden, um Klopapier zu sparen, habe ich gestern meinen Arsch auf das Förderband gehalten. Bim, bim, bim. So, 75,40, natürlich. Dankeschön, tschüss. So, dann 4,50, also 4. So. Bin ganz ehrlich, halte ich für eine schlechte Idee. Ich glaube, danach hast du alle Krankheiten da hinten. Macht das bitte nicht. Haltet bitte euer Arsch nicht auf dem Förderband. Ich glaube, das ist nicht gut. Und vor allem nicht auf diese komischen... Wie heißt die nochmal? Hier diese, ne, Rolltreppengeländer. Bänder. Da sind, glaube ich, alle Bakterien der ganzen Welt drauf. Und alle Krankheiten und alles. Bah. Bah. So. Wie viel darfst du denn zurück? 50. Na klar, ciao. Ja. Zu spät. Oh, na ja, gut. Habt ihr eins zu Hause? Danach bin ich gegen alles immun. Nun. So, 90 Cent. So. Und hier. Ah. 52, 20. Ciao. Bam, 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 bam. Dankeschön, tschüss. So. Oh, Lara Loft Cosplay oder was? Lara Croft, Entschuldigung. So, beides eigentlich. So, tschüss. So, hier, 69. So. Ah, heute geht's aber mit den Kunden, ne? Heute ist entspannt. Heute sind nicht so viele Kunden da. Wahrscheinlich Stream Papa Platte gerade.
Sehr geehrte Kunden, bitte bringen Sie doch Ihre Freunde auch mit. Ich bin verzweifelt und brauche mehr Kunden. Das war alles erbärmlich. Wirklich erbärmlich, so wenig zu kaufen. Einfach nur erbärmlich. Hier, nehmen Sie Ihr Geld oder sticken Sie dran. Würde ich gerne sagen, aber ich bin höflich. Oh, doch so viele Produkte. Wow. Und das zu diesem günstigen Preis. So. So, was haben wir hier? Dankeschön, ciao. So. La 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 schnapp dip du di du du. So. 50 Cent. Der Knopf für den Sound klappt nicht, man hört dich ganz normal. Aber woher weißt du, dass ich einen Knopf drücke für den Sound? Hä? So. Well played, Sir, well played. So, 2080. So. Schnapp, schnapp, die Bappe, Badelulu, bam, badam, bam. Schnubbel, diebel, dabbel, dubbel, schnubbel, diebel, dabbel, dubbel, schnupp, dieb, schnubbel, ba. Dankeschön, tschüss. Schnubbel, diebel, dubbel, diebel, dubbel, dubbel, lub. Stimmt, aber zumindest sieht's so aus. Das ist alles, du Gesichtsgrätsche, kauf mal mehr, Mann. Was für eine Scheiße. Gib mir die Kohle jetzt. Ah, 45 will sie zurückhaben. Ich glaube, es hackt. Warte hier, nimm dein rotzverkacktes Geld, diese Arschbremsen hier. Meine Fresse, ich hasse meinen Job. So, 44, sagst du? Ja, hier, nimm mal Fuffi, verpiss dich aus meinem Laden, will ich nie wiedersehen. Warum nicht als Trinkgeld, hä? Warum nicht als Trinkgeld? Sieh mich an, wie reich ich bin. Ich kaufe für 62 Dollar ein. Oh, ey. Wow, und hier? Warte nur, 45? Geizige. Du Geizige. So, hier nochmal, danke, ciao! So. Badam bam. Bam bam badam bam. Hat Gronkh sich schon zum Left 4 Dead 2 Upload geäußert? Können wir jetzt mehr alte Videos erwarten? Nein, es wurde nur wieder freigeschaltet, weil es vom Kanal genommen wurde, wegen Indizierung. Ist nur freigeschaltet, wurde nicht neu hochgeladen. Das Datum dürfte nicht das heutige sein vom Video. Ich lade doch nicht meine alten Folgen nochmal hoch. Hä? Warum soll ich das tun? Hä? Bidim, bim, bidim, bim. Also heute haben wir kaum Kunden, ne? Kauf mal mehr. Geh mal wieder weg, kauf mal mehr jetzt. So, 87, 50. Heute war low irgendwie, oder? Leute. Nicht mal die Hälfte von sonst. Ich bin auf mehreren Ebenen enttäuscht. Und der Käse ist auch noch günstig. Oh, fuck my life. Oh, alles kacke. 2,20. Fuck my life. Billiger Käse und bla. Beim Video steht vor 7 Stunden. Und bei den Videos davor? 2,20, aber ich bin vertippt. Warte. Bei den Videos davor? Oh. Entschuldigung. Entschuldigung. Und die Videos davor, haben die noch das alte Datum oder das neue? Das ist ja super weird. Ich verstehe YouTube manchmal nicht, aber das ist nichts Neues. Die anderen sind alt, 10 bis 11 Jahre.
Ich hab keine Ahnung. Ja, weird. Ich weiß es nicht. Das Video war schon seit 10, 11 Jahren auf dem Channel. Ich weiß nicht, was YouTube da gemacht hat. Ich habe keine Ahnung. Ist aber ein YouTube-Ding. Was soll ich euch sagen? Ist ein YouTube-Ding, kann ich nichts für. Naja. Tee und Crispy. Achso, ich muss jetzt rübergehen, ne? Das dauert jetzt so lange. Ich habe zu früh umgeräumt. Tee und Crispy. Crispy Schispy. Susu geht immer klar. Warte mal. Wir haben noch hier unten hier noch grün. Erst mit dem alten Scheiß. Das hier kauft gar keiner mehr. Die haben mich erwischt, da ist nur Scheiße drin. Ah, Kacke. So, die drei Honigs. Honig wurde auch gar nicht gekauft. Was ist nur mit den Kunden? Man kann ihnen nichts recht machen. Einen Tag alles ausverkauft, nächsten Tag nichts. So, was haben wir hier? Milch. Milch. Möchtest du Milch? Möchtest du Milch? Noch ein bisschen Milch zum Müsli? So, hier ist dieser alte, die schratige Cola drin. Turk. Turk. Ja, super. Oh, dann hier nochmal. Wasser, da. Geht's mit Left 4 Dead Videos, die wurden doch erst wieder gelistet gestellt, vielleicht deswegen. Ja, aber nur ein Video hat ein neues Datum. Und wurde in den Abo-Boxen gespült. Und das sollte es gar nicht. Die sollten still und heimlich freigeschaltet werden. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist. Just YouTube Things. So, warte. Wurde auf der Startseite empfohlen. Ah, das glaube ich nicht. Vielleicht auf deiner. Ich glaube nicht, dass die Videos noch auf die Startseite kommen. Hand aufs Herz. Die Zeiten sind vorbei. Ah, ist okay. So. Früher immer schön mit mehreren Folgen Minecraft auf die Startseite gesneakt. So. Bim, 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 bim. So. So, okay. So, okay, mokay. Ein Käffchen können wir machen und ein Tee. Hab ich schon? Tee habe ich schon, ne? Aber Kaffee geht auch. Schwarzer Kaffee. Schokipick kaufe ich trotzdem nochmal. Schokipick und Süßigkeiten. Sag mal, ich gehe jetzt immer wieder dahin. Muskelgedächtnis. Guck mal, Schokipik habe ich. Nee. Das habe ich noch nicht. Und Süßigkeiten. Süßis! Führen Sie auch Rosinen? Niemand führt Rosinen. Bah! Wer will denn Rosinen? Keiner kauft Rosinen. Dieser Dreck. Bah! Klopapier hat auch keine Sau gekauft. Die Leute werden Durchfall haben, ne? Also ein Klopapier brauche ich nur. Das ist neu. Ein Toilettenpapier nur. Sad. Rosinenpizza? Ich schlag gleich um mich. Gleich eskaliere ich. Eine Nudel, ein Salz. Eine Nudel, ein Salz. Nuhudel und Salz. Nuhudel und Salz. Warte. Das geht noch. Geht noch. Joghurt könnte man wieder machen. Einmal Joghurt und einmal die großen Eier. Einmal Joghurt und einmal große Eier. So, einmal Joghurt. So, und einmal Eier. Ja, wupp, und schon haben wir. Rosinenpizza ist nur gut mit Ananas. Ganz ehrlich, ihr könnt euch selbst geißeln, wie ihr wollt. Wenn ihr so verkommene Subjekte seid, ja. Ich glaube, ihr würdet auch tote Tiere von der Autobahn essen, ganz ehrlich. Hauptsache, da ist Ananas drauf. So. Einfach so ein überfahrener Iltis. Oh, schön Ananas auf den Kopf legen und schön reinzuzeln. So schätze ich euch ein. So.
Eier. So. Was fehlt daran? Käse. Käse. Bei Käse sind wir uns einig, oder? So. Okay, das war's. Das war's. Schinken, Banane mit Currypulver ist die beste Pizza. Weißt du was? Die Menschen haben verdient, auszusterben. Das ist das Einzige, was mir dabei einfällt. Was soll ich dazu noch sagen? Ganz ehrlich, die Evolution war ein Fehler. Wir hätten niemals vom Baum kommen dürfen. So. Bion, 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 Beyoncé, Beyoncé, Beyoncé. So, und dann hier Tee. So. Oh Gott, diese Musik. Was ist das für Musik? Diese Musik muss auch jemand gemacht haben. Ich frage mich, was die Leute sich dabei denken. So. Was hat sich der Künstler bei dieser Musik gedacht? So. Magst du Pizza mit Bolognese-Soße, Zwiebeln und Möhren? Keine Ahnung, nie probiert. Aber es ist nichts, was ich bestellen würde, wenn ich es lesen würde. Ich würde immer eine geile Pizza Sucuk nehmen. Mit Ziegenkäse. Oh, lecker. Mega gut. So. Nix. Ziegenkäse. Ja, ja, oder Käsenziege. Mit Käsenziege. So, haben wir jetzt alles erstmal soweit? Reicht für heute, ne? Reicht für den Tag. Ich mach mal auf. Oh, wir haben noch Geld übrig. Hab ich vergessen. Ich hab vergessen, Sachen zu kaufen. Machen wir morgen. Alles gut. Verwaltung, Rechnung, die kann ich schon mal bezahlen. So. Den Rest machen wir morgen. Auch Regale kaufen und so. Sparen wir halt ein bisschen. Sparen wir ein bisschen. Lager füllen, wir müssen noch Regale kaufen. Also mal schauen, ne, was da noch drin ist. Mal gucken. Badam, 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 badam. Badam, badam, badam. 1-2 auf Tash. Da würde ich euch auf ein Eis einladen. Die Frage ist nur, auf welches Eis? So. Ich möchte euch gleich von meinem Lieblingseich von meinem Lieblingseich berichten. So. Warum keine Auffüller? Was ist mit den Leuten? Snickers-Eis? Ich kenne niemanden, der Snickers-Eis wirklich mag. Erstaunlich. Wirklich das Snickers-Eis? Nicht das Mars-Eis? Das Mars-Eis ist richtig sick. Das ist richtig lecker. Boah, puh. Echt? Snickers-Eis ist nein. Ich hab's. Wow, ich kenne sonst niemanden. Ich. Wow, okay. Gut. Gut. Hä? Habt ihr das Rezept geändert? Okay, pass auf, ich kann's toppen. Ich kann's toppen. Das beste Eis. 500 Milliliter. Magnum. Stardust. Stargazer. Dankeschön. Stargazer. So rum. Danke, Pan. Stargazer. Nicht Stardust. Stargazer. Beste Eis auf der ganzen Welt. Es gibt kein besseres. So, 40 Cent. Kenn ich nicht. Oh, da müsst ihr mal. Also ganz ehrlich, 60 Cent, so. Was gegen Wassereis? Ich liebe Wassereis, aber wir reden hier von, das ist eine eigene Kategorie. Ja, fairerweise, Wassereis ist eine eigene Kategorie. Ich würde Wassereis nicht mit normalem Eis, klingt komisch, mit anderem Eis, mit Milcheis vergleichen. Mit was ist Stargazer?
Popcorn-Karamell. Und es schmeckt so geil. Was? Achso, ich muss noch, hier, 15, Entschuldigung. Ich war wieder am Träumen. Und es schmeckt auch noch Popcorn-Karamell. Oder Karamell-Popcorn, oder wie auch immer. Aber so geil. Es schmeckt wie das gute Popcorn, wenn du ins Kino gehst. Und das geile Popcorn, was so ein bisschen der Nukleus ist, weißt du? Wo das ganze Karamell dran hängt. So. Wie diese Popcorns. Diese seltenen, seltenen Popcorns, die man manchmal nur findet. Und so schmeckt das ganze Eis. Oh, geil. So, jetzt habe ich da. Jetzt fange ich an zu sabbern gerade. Nein! Schade. Wieso geht das nicht? So, am Stiel aus dem Pott. Aus dem Pott 500 Milliliter. Am Stiel ist viel zu wenig. So, was mit Musik? Moment. Ich guck mal hier. So. Mal gucken. Star Chaser, irgendwie sowas. Drei Rollen Klopapier, meine Liebe. Meine teuerste. Und das in diesen Zeiten. Bei dieser Inflation. Mit Hand oder Löffel aus dem Pott? Natürlich einschmelzen im Topf und dann leicht abtrinken. Mit einer guten Brühe. 81, na klar. Bam, badam. Ich habe mal Creme Brûlée-Eis ergattert. Das war das beste Eis ever. Okay, das kenne ich nicht. Fairerweise kenne ich das nicht. So, 29, 18. So. So. Was ein Tagesziel heute noch? Meine Zuschauer unterhalten. war es nur das? Und dann auf Karte? Was? War bestimmt geklaute Kreditkarte. Unfassbar. 108 Euro für Toilettenpapier, mal stolzer Preis. Aber die hat auch viel gekauft und unser Klopapier ist natürlich aus Seide. Wir haben nur das Feinste für deinen Arsch. Oh ja. Das gleitet und perlt einfach nur ab. Hier auch, ne? Die Leute, guck mal, die Leute stehen drauf. Die kaufen das immer. 1,90, so. Und hinterher ist ein Popo wie Teflon beschichtet. Und eingecremt. So. Es heißt übrigens Double Star Chaser. Entschuldigung. So. So. Geil, ich muss nicht mehr laufen. Cool. Dum ba dum ba dum. Vertraut mir, sechslagig ist es krass. Sechslagig, aber habe ich dann nicht so ein Brikett auf der Hand? Da ziehe ich mir doch ein halbes Buch durch den Arsch. Ist das gut? Oh, Zwillinge. So. 20 Cent. Bup. So. Ja, wir sollten eigentlich auch einen Online-Shop eröffnen, ne? Gute Idee. Guten Tag, Zwilling Nummer 1. Hallo, hallo. Einmal auf Kärtchen. So. So, 27. Da, da, da. So, so. So. Eins. Heute auch wieder nicht so viele Kunden, ne? Irgendwie haben wir jetzt weniger Kunden. Was ist los? Was ist passiert? Ist es die Spielzeit? Kriegen wir mit wachsender Spielzeit weniger Kunden? Ich habe das Gefühl. Es sind auf jeden Fall weniger geworden. Als noch zu Anfang. In der Sturm und Drang. So. Oh, Entschuldigung. So. Da halten dein Laden lässt nach. Mach Werbung, Etzala. Warte mal, was? 88 Euro? Was? Ich mach so. Werbung machen wäre eigentlich auch noch ein geiles Feature für den Laden, ne? Kommt bestimmt auch noch. Prospekte und sowas. Kommt bestimmt alles noch. Oh. Oder Sonderangebote. So, ciao.
Was? Cleanisch ist leer? Das hat gestern keine Sau gekauft. Wie kann denn klinisch leer sein? So, Zwilling Nummer 3. Na, Wendt. 57, 15. So. Sehr geehrte Kunden, Feierabend! Nach Hause. Sag mal, geht's noch? Feierabend! Aber ab ans Band! Ich habe nur nicht abgeschlossen, weil ich geldgeil bin. So, nur von 83, ganz ehrlich. Verpiss dich! Feierabend. Nur 38 Kunden? Aber naja, 40 Kunden insgesamt. 40 Kunden insgesamt. Aber so wenig. Basmadei. 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 7,93, da lacht doch der Hase. So. Wir haben wieder Sparfuchspreise. Nur 8,20. Oh, wer singt denn da so schön? Cool. Erstmal Sachen kaufen, dann Regale, ne? Ich meine, wir haben 3, 4, ist okay. Nuss. Einmal Nuss. Wir brauchen fast nichts kaufen. Einmal Nuss, einmal Crispy. Shit, ich muss jetzt da rein. Einmal Nuss, einmal Crispy. Einmal Nuss, einmal Crispy. Nu. Einmal Nu, einmal Kri. Crispy. Dann einmal Susu. Einmal Susu, einmal Schoki. Einmal Susu, einmal Schoki. Einmal Susu und einmal Schoki. So. In der Playlist zu Left 4 Dead 2 existieren zwei Silent Hill 7 Folgen. Silent Hill 7? Du meinst Resident Evil? Die alte und eine neue? Hä? Anja, dankeschön, vielen Dank. Hä? Anni Lünden macht schon Feierabend gemacht. Ich guck da selber mal nach. Ja, brauchen wir dreimal. Dreimal Ja. Ach, die heißen so. Left 4 Dead Silent Hill 07. Ach, Custom Maps wahrscheinlich. Custom Maps, okay. Dreimal Ja. Das waren Custom Maps, okay. Ja. Die Folge heißt Silent Hill, ist Folge 7. Okay. Shampoo zweimal. Also mal, ich gehe mal wieder dahin. Zweimal Shampoo. Lenkt mich doch nicht ab. Einmal blau, zweimal rot. Einmal blau, zweimal rot, einmal grün. Einmal blau. Zweimal rot. Und einmal grün. Oh, schon voll? Okay, ist schon voll. Okay, ist alles schon voll. So. Blip, 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 blip. So. Dann blaues Mehl. Wir brauchen nochmal blaues Mehl, ne? So. Da in das Zeug. Hervorragend.
Bam, badadadam, bam. Euer Ferrero-Produkt hätte ich hier echt gerne drin. Oh, geil. Kinderschokolade in allen möglichen Varianten. Aber dann würde ich immer sabbern beim Spiel. Wäre nicht so gut eigentlich. So, hier. Erdnüs. Le Erdnüs. So. Und Togepi. Einmal Togepi. Oh, hätte man nochmal machen können. So, und einmal noch. Ja, ja. Ja, ja. Nicht? So, zweimal Kaffee. Wupp. Erstmal die Reste hier. Zweimal Pepito. Hat keiner gekauft. Doch, bisschen. Na gut. So, dann Susu. Es ist voll. So. Das Video ist nicht gut gealtert, wenn ich mir die Mitspieler angucke. Ja. Das stimmt. Ein Produkt einer anderen Zeit. Ich würde sagen, 3 Klopapier. Einmal grün, zweimal rot. 3-mal Klopapier. Dann einmal grün, zweimal rot. Einmal grün, zweimal rot. Und ich glaube, 2-mal blau, ne? Rate ich einmal mal. Boah, ist das warm hier. Heilige Scheiße. Nudeln gehen noch. 2 Spaghetti-O. 2 Spaghetti-O, 2 Basmati. Passt das noch? Nö. Nö. 2 Spaghetti-O. Ich hoffe, die erhöhen irgendwann die Warenkorbmenge. Ich habe Angst davor, wenn wir mehr Lizenzen annehmen, dass wir noch viel mehr Shit kaufen müssen ständig. Und dann immer halt... Und dann immer diesen komischen Mengen nur. So. Ich hätte gern einfach ein Lager wie bei Amazon. Das hätte ich gerne. So. So ein richtiges Logistikzentrum, wo wir alle Waren haben und dann passt das schon. So. Badam bam. So. Das mit unserem Müllhaufen ist aber nicht so gut, wie ich dachte. Ich wollte ihn höher bauen, aber jetzt wird er irgendwie auch mal breiter. Verdammt. So, dahin. Dahin. Fantastisch. So. Oh, Ariel... Arieliat? Ariel, ja. Ich weiß nicht genau. Arieliat? Ich habe keine Ahnung. Viel Spaß mit Hello Neighbor. Viel Spaß mit dem Game. Jede Menge ist nervig, wenn man viele Lizenzen hat, obwohl das Lager voll ausgebaut ist bei mir. Boah, wird mich glaube ich, irgendwann wird es mich annerven. Wir warten mal ab. Ich muss zuerst hier machen. Wir müssen jetzt hier anbauen. Ah, gucken. Diesmal sieht es ein bisschen stabiler aus. Wir gucken mal. Bim, 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 bim. Yippie! So, hier hin, dahin und da. Haben wir hier noch eins? Das kommt dann hier hin. So. La, ba, ba, dam, bam. Ja, wir spielen da hinten in der Ecke, spielen wir Minecraft. Ich mache halt Terraforming. Was im Grunde genommen ein bisschen stimmt. So. Ich stelle hier erstmal hin. So.
Bam, badam, bam. Ich glaube, wir brauchen noch mehr Klopapier. Ich habe das unterschätzt, glaube ich. Das waren die klinisch hier, ne? Die brauchen wir noch. Ne, Klopapier war richtig klinisch, braucht man. Das war's. Okay. Gut, Klopapier. Keine Ahnung. Ich, hier. So. Wupp. Ich will nicht mehr. Dieses ewige Kartons kaufen und einräumen und Kartons kaufen und einräumen. Ich will nicht mehr. So, klinisch zweimal. Zweimal klinisch. Nach einer Weile macht einer das Spiel so kirre, ne? Ich weiß, wie es euch geht, aber boah, ich kann es immer nur eine Weile spielen. So, zwei. Dreimal Handseife. Wow. Dreimal Handseife und einmal Asmon. Dreimal Handseife. Und einmal Asmon. So. Klinisch schauen wir schon, ne? Einmal Rot würde noch gehen, aber passt schon. Haben wir Basmati schon drin? Haben wir Basmati schon reingeballert? Nö. Der hat vorhin nicht mal reingepasst, ne? So. Jetzt haben wir Basmati. So, und jetzt noch... zweimal Tost. Zweimal Tost. Wir haben nur noch einen Slot frei, glaube ich, ne? Ne, zweimal. Okay, super. Brot. Nase juckt. So. Okay, jetzt Basmati rein. Oh. Okay. Klapp. Dann einmal Asmon. Ja. Prima. Mindesthaltbarkeitsdatum kommt noch. Boah, ich hoffe nicht. Ich habe keinen Bock, das in Reihenfolge zu sortieren. Das sollen die Mitarbeiter machen. So. Tost. Wir hätten mehr Tost kaufen sollen, glaube ich, ne? Obwohl, ne, passt. Passt, 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 passt. Das passt mit dem Tost. So, Hanfseife. Dann. Dann die Dinger. Ja, so. Nochmal Tost. So. Jedes Datum ein Regal? Ja, wahrscheinlich so irgendwie, ne? Also wir gucken mal, wie das wird. Mindesthaltbarkeitsdatum, bin ich ganz ehrlich, habe ich gar keinen Bock drauf hier. Nicht bei dem Game. Da wird das Sortieren ja noch spannender. Es sei denn, die bauen es irgendwie gut ein, aber... Ob das so passiert, glaube ich nicht. So, perfektamente. So. Müssen die leeren Kartons nicht in der Tonne entsorgt werden? Ja, wenn man ein Systemlink ist, klar. Die da oben, wenn die da oben sagen, spring, dann springst du wohl auch, wa? Ja. Nee, ich mache das hier alles so, ne? Das, ihr. Wir leben ja nicht in Nordkorea. Wir brauchen zweimal... zweimal Ayran. Oh, zweimal Milch. Milch, oh. Milch, 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 Milch. Milch, Milch, Milch. Milch, 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 Milch. Milch. Rindenmilch. Apfel und Oranje. Apfel und Oranje. Ne, ein. Ich sollte nach Saft suchen einfach. Milch, 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 Milch. Billo-Cola und Grün. Billo-Cola und Grün.
die Billo-Cola, ich glaube einmal reicht, und grün. Zweimal Joghurt? Ja, okay, wenn ihr das sagt, mache ich zweimal Joghurt. Ich glaube euch ja. Weder stimmt nicht. Dann gibt's aber Schläge. Ich teste das sofort. Ups. Einmal hätte gereicht. Da höre ich ein einziges Mal auf dem Chat. Ein einziges Mal. Arbeit mit Profis. Ich stelle den Joghurt mal hier nach draußen in die Sonne. Da brauchen wir morgen keinen bestellen.